Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd, meine lieben Abonnenten. Und wir sind immer noch in, ich habe keine Ahnung, wie die Stadt heißt, City. Ich gucke jetzt aber nicht nach. So, wir wollten ja die Arena in diesem Part anfangen. Also das glaube ich zumindest, ob wir das wollten. Ich gucke aber noch ein bisschen was. Ich gehe mal in diese Raumstation rein, nur mal ein bisschen zu gucken. Ah, da ist Troy. Ich hab's gewusst. Hallo, Troy. Hast du die Bekanntmachung schon gelesen, Robin? Team Magma will sich den Raketentreibstoff unter den Nagel reißen. Ich weiß noch nicht, wofür sie ihn brauchen, aber das können wir ihnen nicht erlauben. Ich werde das Ganze hier noch eine Weile beobachten. Warum schaust du nicht in der Zwischenzeit ein wenig im Ort um? Ja, das kann ich machen, auch wenn ich mich gerade total verlesen habe, aber es sollte auf jeden Fall das heißen. Moosbach City heißt das, Dreckskaff, und viel gibt's hier wirklich nicht. Es gibt ein paar Glatzköpfe, ein paar Schlampen, in Anführungszeichen Frauen, und ja, die sind nicht besonders interessant. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen in die Arena. Da gibt's wenigstens ein paar Kämpfe. Also wenigstens ein bisschen was. Oh nein, es ist diese Arena. Och nee. Kämpfe hängen von der Stärke deines Geistes ab. Die mit schwachem Geist werden niemals gewinnen. Die Straßen, die du gewandert bist, das, was du erfahren hast. Leg mir alles, was du gelernt hast, zu Füßen. Ja, Poeten, und ich kann es nicht übersetzen, weil ich zu blöd dafür bin. Nee, natürlich nicht, aber es sind zwei Psycho-Bitches. Oh Mann, ey, wenigstens Schuhe anziehen, ja, Socken wären auch noch in Ordnung, aber hier so barfüßig rumlaufen, ey. Eieiei. Ja, obwohl das Wetter angenehm ist, dann können sie es auch ruhig machen. Gut, was wäre hier am effektivsten? Ich hau mit dem Eisenschweif da drauf und Funkensprung auf Terrasala. Ja, das sollte ein bisschen was bringen. Hoffe ich mal. Psyche und Elektro. Oh ja, es geht. Es hat schon was abgezogen. Und soweit ist jetzt der Levelabstand auch nicht auseinander. Und Eisenschweif zerhaut bei Steuer wirklich alles. Schöne Sache. Kirlia setzt. Ich weiß nicht, was das sein. Hätte ich doch nur die Attacke gelesen. Egal. Jetzt gibt es erstmal eine saftige Kopfnuss und Ultraschall. Und down. So schnell kann das gehen. Oh, Georg erreicht Level 33. Ba, 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 da, ba, ba, da. Schön, dass wir es geschafft haben. Bisschen Geld kriegen wir auch immer wieder, das ist schön. Nicht mal ein bisschen haben die uns was angetan. Mache ich wieder zwei Battle? Ja, ich glaub schon. Hihihi. Achtung, ich lasse meine Pokebälle durch Telekinese schweben. Hui! Ja, such mal einen Psychiater auf, du dumme Nuss. Manchmal fehlt es mir etwas an Balance. Ja, manchmal fehlt es mir ein bisschen an Verstand. Ich kann sie sehen. Ich sehe deine Zukunft. Wenn du mich besiegst, kannst, sage ich, dir deine Zukunft voraus. Da gehe ich lieber mit 5-Euro-Schein zu einer Prostituierten und lass mir von ihr meine Zukunft voraussagen. Da habe ich wenigstens mehr Spaß als bei dir. So, dann würde ich mal sagen, Eisenschweif auf. Das war letztens. Ne, warte mal, sonst. Ja, so war das eigentlich ganz in Ordnung, wie im letzten Mal. Xatu ist ja wie Kadabra ein Psycho-Pokémon. Und ja, mit Eisenschweif habe ich Psycho platt gemacht. Also, okay, Psycho-Flug ist jetzt Xatu, aber was macht es schon für einen Unterschied, ganz ehrlich? Es macht eigentlich gar keinen Unterschied. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich so und alles ist gegessen und. Lol. Okay, anscheinend wurde meine Attacke irgendwie nicht so ganz wahrgenommen oder in die Tat umgesetzt. Okay. Egal. Zweite Runde, zweites Glück und mal schauen, ob jetzt Eisenschweif ein Treffer bei Xatu landen wird. Wenn nicht, dann ist da irgendwas faul. Ah, na also.
Treffer und halber down, aber kriegen wir noch hin. Nachtnebel. Das macht sogar Schaden. Ich box nicht. Und jetzt nochmal hier der Finisher. Na also. Dieser psychisch kranke Vogel da. Und wieder mal gewonnen. Was sind das eigentlich alles hier für Putzlappen, die hier rumlaufen, ey? Die laufen da im letzten Drecksfummel rum. Oh, und haben Pokémon. Und arbeiten hier auch noch. Was ja schon mal das Schlimmste ist. Oh. Also ich weiß ja nicht, wie die Leute hier leben, ne? Aber hallo, ein bisschen Anstand muss schon sein. Ich meine, ich habe jetzt gegen 4 Psychonotten gekämpft. Und da kann mir niemand irgendwie weismachen, dass die alle so rumlaufen. Oder dass die da überhaupt arbeiten dürfen. Eieiei, diese Insel. Da will ich nicht leben wollen. Danke, Schwester Joy. Blowjob hätte es auch getan, aber okay. Geh mal zurück in die Arena. Die, glaube ich, in diesem Part schnell gemacht wird. So. So, jetzt erstmal das Ding da weg und dann kommen wir hier durch. Was jetzt? Links oder rechts? Links oder, ja, jetzt bin ich also nach rechts, aber egal. Mal schauen, ob es das bringt. Ah, jetzt haben wir diese zwei Stück. Wer? Das sind wieder die ein und dieselbe Person. Oder eher gesagt, zwei von diesen Psychotypen. Okay, es ist eine Hexe. Lass ich nochmal durchgehen. Aber hier laufen echt nur Psychoidioten rum, kann es sein? Was hilft denn gut gegen Psycho? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich kenne mich mit Pokémon-Typen und sowas nicht aus. Ich kann froh sein, dass ich überhaupt weiß, dass die Pokémon heißen. Wechseln? Nein. Kampf, Funkensprung auf, wohin genau? Mal schauen, was es bringt. Ich habe keine Ahnung. Das war ja schön. Stahlrack setzt Eisenschweif auf Kadab rein, wird es ihn umhauen. Und? Ja, das tut es. Na, war der Schweif wohl ein bisschen zu hart? Für Kadabra. Und nein, Harte war keine Anspielung auf den Ständer. Falls die das wieder mal gedacht haben. Aber beim Eisenschweif ist ja so, der Schweif wird eisenhart und damit kloppt er einem die Schädeldecke ein und fertig ist. Das ist der Angriff. Ja. Gut, gehen wir nochmal Kopfnuss und Ultraschalltest. Oha, und der überlebt auch noch. Ich mag's nicht. Aber in meinem haben wir das jetzt geschafft. So. Na, habt ihr noch Pokémon? Okay, dann geh ich wieder. Gut. Geh ich da durch? Ja. Ich helfe mir durch. Was soll denn der Geiz? Gegen einen alten Knacker kämpfe ich auch nochmal. Nur für euch. Das macht doch gar keinen Sinn, hey. Ihr Pixelskin ist ein Schulmädchen. Ist ein Schulmädchen. Also, wie kommt denn dann diese Hexe raus, diese Psychontusse raus? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber wann macht Pokémon schon mal Sinn? Ich meine, man kann auf einem Goldini reiten und übers Meer schwimmen. Ja, und da sagt mir einmal, Pokémon macht Sinn. Genau. Oder man kann auf einen Taubsi reiten und davonfliegen. Ja. Ja, das macht Sinn. Pokémon macht ja immer Sinn. Was ist das denn? Ich muss da sogar hin, um das Ding da erstmal zu aktivieren. Yo, Opa, was geht ab? Lass uns kämpfen. Ich mag meine beste Zeit gesehen haben, aber ich lasse mich von dir nicht bevormunden. Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass ich dich bevormunden werde. Girafarik, los Stahlrack, zeig's ihm. Tier gegen Tier, welche Natur ist härter, der Stein oder die Giraffe? Ich tippe persönlich auf den Stein, weil der Stein größer ist. Und hau drauf.
Fast besiegt. Nicht ganz, aber das kommt noch. Ja, jetzt hat Girafarik gelitten. Denn jetzt gibt es einen Eisenschweif und... ein Volltreffer. Ja. So schnell ist Stolag Level 35. Und Georock folgt mit 34. Oh mein Gott, Gentleman. Wann entwickelt sich eigentlich mein Stolrak zu Stolos? Oder spielt jemand Portal 2? Ich bin wieder am Anfang, na cool. Ich bin wieder am Anfang. Okay, ich bin anscheinend eindeutig schon am Anfang den falschen Weg gegangen. Also gehen wir jetzt links rum. Oh, meine Fresse. Zeig mir, ob du Talent hast. Hohohoho, du lässt mir keine andere Wahl. Ich werde dir zeigen, wie zäh Psycho-Pokémon sind. Ja, ich habe wohl echt keine Wahl. Die haben alle irgendwie nur ein Pokémon pro Trainer. Das ist seltsam. Normalerweise haben die mehr. Ach, ein Spoink und ein Trasser. Ein Trasser Level 36? Junge, ich glaube, du hast ein paar Entwicklungen verschlafen, kann das sein? Nicht mehr so viel Modern Warfare zocken, sondern ein bisschen mehr auf deine Pokémon achten, Junge. Aber, ja, man kann ja die Entwicklung abbrechen. Habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht so oft gemacht. Ja. Weil ich, es gibt einige Sachen, also es gibt einige Pokémon, wenn sie sich erst später entwickeln, bekommen die bessere Attacken. Aber das ist dann meistens nur eine und die macht es jetzt auch nicht aus, ganz ehrlich. Deswegen lass ich sie gleich entwickeln. Los, Magneton, setz Funkensprung ein! Nur hätt's noch ganz killen können. Aber den Rest kann ja Stolrak mit seinem Eisenpenis erledigen. Und das hat er auch. Spoink ist besiegt. Beide sind besiegt. Der alte Sack und die dumme Frau. Ich wollte schon dünne Frau sagen. Aber das wäre viel zu nett noch gewesen. So. Schulmädchen. Solltest du gegen mich verlieren, darfst du dir das nicht so zu Herzen nehmen. Und du darfst meine Titten anfassen. Ach ja, ich würde zu gerne dir einfach das Scheit runterreißen und dir die Titten an deinen Titten spielen, aber ich muss ja leider den Kampf gewinnen. Ich will ja der Pokémon-Meister werden und da muss ich wohl oder übel verzichten. Leider. Ist euch mal aufgefallen, dass es bei Pokémon niemals um Liebe oder sowas ging, während es um anderen Animes immer um Liebe geht, wie zum Beispiel Dragon Ball Z oder Naruto, wo es ständig um Liebe geht, aber Pokémon ist wirklich der einzige Anime, ich glaube sogar, dass es wirklich der einzige ist, worum es eigentlich so gut wie nie um Liebe geht. Es geht nie. Na okay, was heißt nie? Ab und zu mal. Aber auch nur selten geht es da mal um Liebe. Ist euch das mal aufgefallen? Ich weiß, Liebe ist so ein ekelhaftes Wort und bläh, aber es ist halt wirklich so. In den meisten geht's halt um Liebe. Aber in Pokémon nicht. Es ist manchmal gut, manchmal schlecht. Weil bei Anime ist es manchmal so, dass die echt viel zu schnulzig werden. Ja, nur bei Pokémon ist dann wieder die Scheiße, dass es voll die Kinderkacke dann immer wieder ist. Mit, oh, ich liebe mein Pokémon über alles und so, Pokémon. Und das hast du so toll gemacht, oh, scheiß auf Misty, die verdammt geilen Arschards und Mörder-Titten. Nee, ich kümmere mich mehr um mein Pikachu und um mein Taubsi und um meine komische Made, Raupi. Was ein Dreck. Anstatt dass er mal die Pokebälle mal kurz zur Seite legt und nicht nur die Pokebälle betatscht, sondern einfach mal an Mistys Pokebälle gehen würde, muss er da die ganze Zeit mit seine Pokémon da loben und mit den Pokebällen herumspielen. Ich verstehe das nicht. Ich meine, ist Ash eigentlich so dumm? Oder sind die Japaner einfach nur zu dämlich, eine gescheite Story zu schreiben? Ich weiß es nicht.
Es ist komisch, auf jeden Fall. Aber egal. Machen wir hier bei Pokémon weiter. Oder ist da schon mal aufgefallen, dass Ash immer noch 13 ist? Und mit 13 hat er seine Pokémon, oder mit 12 hat er seine Pokémon-Lizenz bekommen. Oh, die Japanoschlampen. Hehe, bist du überrascht? Hihi, bist du überrascht? Dass es hier zwei Arena-Leiter gibt, Svenja, das ist hier zwei Arena... Oh, die wiederholt ja einfach nur. Ja, ihr seid Zwillinge, ihr habt kleine Titten und eine zu enge Vagina. Kommen wir zum Kampf. Danke. Wo war ich stehen geblieben? Genau, stimmt ja, bei Pokémon, dass Ash immer noch 12 oder 13 ist. Das müsst ihr euch mal geben. Ich meine, Ash hat mit 13 und mit 12 sein Pokémon-Trainer, sein Pokémon-Pass da bekommen. Und anscheinend ist er immer noch 13, laut dem Anime. Ja, es gibt wirklich, Pokémon läuft schon über 6 bis 5 Jahren. Ja? Und da wollen die mir ernsthaft erzählen, dass Ash in diesen 5 bis 6 Jahren noch kein einziges Mal Geburtstag hatte? Wo ist denn da der tiefere Sinn? Und warum ist mein Stolrak tot? Wollen die mich eigentlich verarschen, weil Magneton ist jetzt auch gerade abgekratzt? Aber wo ist da der tiefere Sinn? Ich meine, Ash kann doch nicht ewig lange 13 bleiben. Der müsste jetzt schon mindestens 16 bis... was weiß ich, wie 19, glaube ich schon. Und die lassen den da einfach so auf dieser einen Linie da stehen, ey. Nee. Das verstehe ich kein Stück, ey. Kein Stück. Aber egal. Mal schauen, ob ich es irgendwie schaffe, hier ein paar Treffer zu machen. Gute Treffer. Ich habe keinen Bock, gegen diese Japanoschlampen zu verlieren. Erdbeben! Ja, kein Wunder! Dass es meinen zwei Pokémon erwischt hat. Bam! Oh mein Gott! Nee, oder? Da muss ich wohl noch ein bisschen trainieren. Mal schauen, was der Feuerwirbel bringt. Ja, wow, wirklich eine ganze KP. Ich bin so stolz. Mann, bin ich stolz auf dich. Das hat's nicht wirklich gebracht. Und die haben noch mehr, das ist ja gerade schlimmer. Jupp. Gehen wir mal mit Steinwurf auf Lepumentas. Oder nein, Lepumentas. Mal schauen, ob es mehr bringt als sonst. Gut. Das sollte jetzt noch nicht ganz down sein. Was habe ich gesagt? Sonnenfeld sollte jetzt aber mal ein bisschen noch treffen. Oh Gott, nee! Okay, wir können eigentlich schon sagen, der Kampf ist für mich verloren. Jetzt ist es einfach noch verwirrt. Wer hätte auch gedacht, dass die Level 41 Pokémon haben? Also ich bitte euch. Mein Moral ist auch noch 38, als echt. Hier. Und so, ne? Cosmic Steinwurf nochmal. Oh Mann! Nicht euer Ernst. Ja nein, wie toll ist das denn? Jetzt darf ich da nochmal Xatu schwächen. Mit dreimal derselben Attacke. Von der eine gerade daneben gegangen ist. Ach, danke. Ja, verletze sie selber, du Drecks-Emo-Sonne. So. Oh nee, dieses Piepen, ich hasse es. Aber ich habe auch Übertränke. Ja, da seid ihr nicht die einzigen Pokémon-Trainer, die sowas haben. Lepupentas setzt nochmal Erdbeben ein und trifft meinen Sumpex. Aber mein Sonnenfell schwebt über der Erde. Och ey, Sumpex wird mir jetzt eigentlich verarschen.
Das ist uncool, das ist echt uncool. Ist genauso uncool wie das Wetter gerade. Wenn ihr wüsstet, wie scheiße das Wetter gerade ist. Leute, ich habe Urlaub, ja, 2 Wochen. Und was bekomme ich? Ich bekomme verdammt nochmal das behindertste Wetter. Ich habe übrigens gestern nochmal geguckt, wie das Wetter in der Woche noch so werden soll. Richtig scheiße. Samstag, es geht niemals über 15 Grad. Richtig kacke. Ja, das ist ein Nachteil, wenn man in Bayern lebt, ey. Das Wetter ist scheiße. Aber ich glaube auch nicht, dass der Rest in Deutschland besseres Wetter hat. Nein, vielleicht ein paar. Aber wenn ich mir jetzt so aus dem Fenster gucke und mir Gedanken mache, dass die Wolken schon den ganzen Tag grau sind, dann glaube ich nicht, dass das Wetter überall besser ist. Sag mal. Hier, jetzt ist aber echt mal Schluss. Du hast schon wieder verkackt! Willst du mich eigentlich verarschen, so ein Pex? Alter, nicht dein Ernst. Du hast 3-mal dieselbe verdammte Attacke verkackt, du... Oh, du Drecksmolch. Jetzt triff bitte. Klar, ein Volltreffer. Das ist echt geil. Wow, er hat endlich mal getroffen. Das ist sehr effektiv, aber man sieht nicht sehr viel davon. Warum geht ihr eigentlich alle gegen meinen Sumpex? Weil sie eh gleich tot ist. Hä? Warum? Warum tut ihr mir das an? Aber okay, wenn es euch Spaß macht. Es ist mir scheißegal. Sonnenfeld scheint nicht mehr nicht mehr verwirrt zu sein. Was so viel heißt, wir können damit sogar angreifen. Aber da wir das auf den Hypertrank rausgehauen haben, seine Angriffphase, kann man sagen, bringt uns das jetzt auch nicht mehr so viel. Und schon wieder gegen mein... Ja. Wie schön es doch jetzt wäre, ein 6-jähriges Kind hier in meinem Zimmer zu haben, was ich gerade verprügeln könnte. Aber nein! Ich kann mir keine Kinder leisten. Sonst würde ich sie wahrscheinlich von... Afrika hier schiffen lassen. Alter, willst du mich verarschen? Du Drecksteinnutte! Das kann doch nicht euer Ernst sein! Meine Güte, ey, pumpt ihr es Xatu da aufweisen mit diesem Scheißzeug da voll? Mach ich zwar, aber ist mir egal. Oh mein Gott, hätte ich das früher gewusst, hey. Das ist ja... Finale bringt jetzt auch nicht, ne? Ich habe immer Steinwurf und... Steinwurf auf... Na, egal. Oh, Georg wird jetzt wahrscheinlich auch sterben. Oder eher gesagt draufgehen oder K.O. sein. Oder was weiß ich, was diese schwulen, letten Pokémon da alles machen. Ja, das war ja klar. Warum habe ich auch so ein Drecksweibchen im Team, hey? Bitte. Wenigstens das Xatu musst du down bekommen, danke. Sonst hätte ich wirklich keinen Sinn mehr gesehen. Nee, oder? Also das ist jetzt echt mies. Nein. Nicht euer Ernst. Mal schauen, was ich so mit Sonnenfälle rauskriege. Wahrscheinlich nichts Gutes. Es ist immer Lepo, ja, klar, genau, leck mir die Eier. Oh mein Gott, jetzt kill mich doch einfach. Danke. Nee, oder? Bringt das was? Bringt's das? Ja! Warum ist das eigentlich sehr effektiv? Sonnenfeld ist ein Feuer-Pokémon und Psycho, soweit ich weiß.
Robin fällt in Ohnmacht. Ah, wie eine kleine Schwuchtel. Ja, cool, toll. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Ja, wir können jetzt eigentlich nochmal trainieren gehen, eben ein bisschen pumpen, wenn du wisst, was ich meine. Weil es hat jetzt auch keinen Sinn, da jetzt nochmal den Versuch zu starten, die Arena-Leiter zu besiegen. Aber hier hinten sollte eine Höhle sein, soweit ich weiß. Ein Matrose! Ahoi! Ich bin ein raubbeiniger Matrose! Ich habe die Weltmeere umsegelt! Und das freut mich! Guck dich mit den Hatten man an, hey, der hat. Das hat man nichts gesehen, außer Pixel. Gut, was setzen wir ein? Wie immer wahrscheinlich. Nehmen wir einfach mal Eisenschweif, das haut wirklich den stärksten Vogel um. Oh Gott, Storak, mach mich jetzt nicht noch auf dich aggressiv. Stompax hat auch schon bei mir verschissen. Immerhin triffst du beim zweiten Mal. Cools. Coole Sache. Und jetzt kommt auch noch ein Maschok vorbei, was mir den Arsch aufreißen will. Maskulin. Gut, Eisenschweif. Mal schauen, was es bringt. Hoffentlich etwas. Ja, es geht. Vergeltung. Oh, das klingt nicht gut. Das sieht auch kacke aus. Oh Mann. Alle sind jeden hasst mich. Ach, egal. Los, Magneton, bring es zu Ende, was zum Pex angefangen hat. Danke. Danke, du treuer Kühlschrankmagnet. Danke. Matrose. Ich konnte unmöglich gewinnen. Das war jetzt nicht wirklich Seemannssprache, aber. Nehme ich doch bei Facebook an. Matrose Ellert in Facebook eine Freundschaftsanfrage verschickt. Okay, ich gehe gleich wieder zum Pokémon Center. Los, tragt mich, Sumpex. Aber Sumpex, bei Sumpex ist es realistisch. Weil Sumpex ist ziemlich groß. Sumpex ist größer, als man denkt. Also das Ding ist richtig... Wow, Klotz wie Arnold Schwarzenegger. Von der Größe und vom Gewicht her wahrscheinlich auch. Und deswegen kann es auch... Ich glaube sogar zwei oder mehrere... Ach ja, bin ich müde. Obwohl es erst 19.52 Uhr ist. Nee, ich bin nicht müde. Aber, ja, Sumpex könnte, glaube ich, so um die drei Leute schaffen, mindestens. Also, bei Sumpex ist es schon ein bisschen realistischer. Im Gegensatz zu Goldini oder Stern, du. So, wieder zurück ins tiefblaue Meer. Sommerix rauf, runter. So, da sind wieder... Ich wollte schon wieder das S-Wort sagen. Es sind zwar welche, aber... Der Fachausdruck für diese Spezies ist ja Frau. Also sagen wir mal, diese zwei Frauen haben uns herausgefordert. Und die sehen auch noch scheiße aus. Na, geil, toll. Ach komm, geht weg. Nein, ich will nicht kämpfen. So. Gut, dann mal schauen, was wir rausbekommen. Wird auf jeden Fall wieder schön lustig, ne? Wablu, weg. Jetzt kann man auch folgen mit seinen gigantischen Augenringen. Und... Er folgt nicht. Okay. Cool. Aber er setzt ein Erdbeben ein. Scheiße. Das könnte jetzt echt nochmal das aus... Oh Gott, nee, er hatte gerade nochmal Glück gehabt. Und Magneton auch nochmal. Wow. Eieieiei. Boah, Respekt, ey. Also, was ist denn das denn? Aber Stolra, komm schon, hau rein und... Besiegt! Besiegt! Wie schön. Das ist ja wirklich unglaublich.
So, jetzt mal in den Beutel. Hypertrank für Stahlrack. Ja. Gönn dir da mal was. Und haben wir noch super Tränke da? Ich glaube nicht. Doch, Tatsache. Super Trank, die können wir gerade mal verbrauchen. Sie geben nur 50, aber was soll's. Immerhin sind wir sie dadurch los. Im Kampf will ich natürlich Hypertränke benutzen, weil die ja besser dafür geeignet sind. Oh, eine Küstenhöhle. Nein, hier gibt's Pokémon, scheiße! Ein Seemops. Mops, 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 fett sein, Mops, Mops, fett sein. Okay, ich bin weg. Ich habe keinen Bock auf Seemops, Mops, 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 fett sein, Mops. Nein, schon wieder ein Pokémon, ein Zubat, welches wirklich in jeder Höhle da ist. Warum eigentlich? Ja, ich weiß, Fledermäuse sind in Höhlen immer und überall. Trotzdem sinnlos. Was gibt's hier also? Pokémon, warum? Was mache ich eigentlich für eine Scheiße? Ich habe doch Schutz gekauft. Ich glaube, das benutze ich dann auch. Yep. Wer war am schlausten? Aber erstmal lass mich in Ruhe, Mops, Mops, fett sein, Mops. Gut, ich mach mal hier Finish für heute. Und ja, im nächsten Part werden wir die Höhle weiter erkunden. Bis dann sage ich schon mal ciao und bis zum nächsten Part von Pokémon Smaragd.